Heute, was geht ab, Leute? Hong hier mit einer weiteren Folge Hong Reacts zu den alten Folgen, zu den guten alten Zeiten. Und in dieser Folge mache ich mir mein erstes Dragoran. Das ist zum Halloween Special, Halloween Event. Und ja, dementsprechend war das Event irgendwann im Oktober. Und so lange hat es gedauert, bis ich mein erstes Dragoran gemacht habe. Schon heftig damals. Und jetzt entwickle ich Dratinis für EP einfach so. Was für ein Unterschied. Aber los geht's. Hier haben wir den ersten Süchtigen, der von uns kommt. Oi, der Mimi. Der Song muss vorgespielt werden. So. Oh mein Gott, das ist doch gar nicht da. Oh mein Gott. Bei Dimi kommt es immer irgendwie endspät, aber. Bei meinem Äußeren. Ja, okay. Geh noch ein bisschen. So, ja, komm. Da ist es, das ist ganz aus. 295. Okay. Schau mal so durch die Gegend. Ist aber ernst schlecht, kein Risiko. Also da seht ihr die roten Stühle, das Gegend ist die rote Stuhlgang. Deswegen RSG. Ihr seht die roten Stühle. Das wäre ihr Markenzeichen. Hier haben wir den zweiten Süchtigen, der zu uns gestoßen ist. Alex. Was geht ab, Mann? Wo war's denn, Mann? Ja, Kreise drehen. Aber echt, Mann, Kreise drehen. Nein. Es gibt nichts krasses. Saftiges Fleckmund für Dimi. Abgesehen von Saft. Fleckmund. Oh mein Gott. Ich muss direkt Superball machen. Alter Fleck. Yes, ich hab's. Schau mal die Force an. Ja. Oh mein Gott, keine großen Fortschritte. Ich dachte, jetzt kommt allein der Moment. Aber echt, richtig unspannend hat das gemacht. Er hat es einfach gefangen. Keine großen Fortschritte, tot waren. Was erwartest du von dem Flagman, Mann? Ach, alle Freunde. Wie brauchst du Push? Aber Lamo ist damals nicht schlecht gewesen in der Augen. Ich hab gesehen, die nächste Folge bleibt dran für die nächste Folge. Ja, schon mächtig. Das ist unsere erste Scanner-Tour. Darauf haben wir gewartet. Meine Tour 100. Die Arena-Touren, die Scanner-Touren. Also der Anfang war geil von Hong Reacts. Die uralten Folgen. Und jetzt dann die Arena-Touren und Scanner-Touren. Und jetzt das dazwischen war ein bisschen Fahrt. Nicht mehr ganz aktuell dementsprechend. Zweite Platini. Der Rest der Jungs verpasst es wieder. Ja, meh. Aber er hat diesmal zum Glück. Es wird verpasst. Ziemlich krass demnächst. Jedes Mal, wenn einer kommt, kommt ein neues Platini. Schon geil. Hat's gut die Faust. Wahrscheinlich nicht, nein. Mal gut die Faust aussehen. Der nächste Süchtige, der zu uns stoßt. So, Tati auch am Start. Runde erweitert. Vervollständigt, besser gesagt. Warte, ist auch schon da. Wo ist denn der? Ich hab den auf der anderen Seite gesehen. Was geht ab, Mann? Du hast den Tati nicht verpasst. Ah ja, mit Doppelbombe. Damals bin ich dann gegangen. Also ein paar Kilometer umsonst. Madike. Ah ja. Jetzt habe ich einfach 2000 Pokémon-Bombe. Also. Da sind viele Kilometer umsonst gewesen. Dimi, bist schon Level 30. Nee, aber heute schaffe ich. Also hast du es nicht in 2 Tagen geschafft? Nein, hat er nicht. Der schafft es auch heute nicht, Mann. Natürlich schaffe ich es heute. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich entwickle jetzt meinen Körper da, Mann. Geile Einblendung von mir. Der letzte ist jetzt gleich hier. Jo. Ich hab's Kaugummi. Ja, er ist hier. Boah, ich hab so super saftigen. Der letzte der Runde. Komm eigentlich raus, Schlager. Na? Laufen! Aber. Falsch ist nackt. Wir haben von Tatis Köln gehört, dass hier irgendwo Dratini sein soll. Das wird uns aber trotzdem nicht abhalten, die zu zerstören. Und jetzt wird gelaufen! Oh mein Gott! Ich glaube, das ist nur Dratini! Erstmal alle überholen! Einer! Oh, diese Klasse! Okay, ich hab's! Verrückte Action, jeder ist gerannt, ich hab Tati noch nie rennen sehen!
So. Oh, ein richtiger Mario. Und doppel Bombe und Gratini. Nur so habe ich es geschafft, überhaupt einen Gaugan zu entwickeln. Okay, jawohl. Warte, ich dachte, du hast keinen Bock mehr auf das Spiel. Ohne Dragoran gelegt. Achso, ja. Da hat er bereits okay, an Aufhören gedacht. Ich bin stolz. Also Ausdauer bei ihm wieder, gleich. Wieder 6 Bonbons. Bei Advance 8. Das waren, keine Ahnung, 3 Monate des Spiels. Und jetzt sind wir bei über 2 Jahren. Egal, es sind noch 2 Sterne. So lange ist er schon weg. Wir sehen hier vor uns Bagish. Ich hatte mich vorhin erst vor ihm verabschiedet. Ich dachte, ich sehe ihn erst ja, 2017 Lebenszeit. Wieder. Auf einmal ist er wieder da. Verabschiedet. Man weiß nicht, was mit ihm ist. Er hat doch eine gute Begründung. Sag die ruhig. Ja, sag. Morgen kann ich gar nicht spielen. Und heute ist Doppelbonbon, letzter Tag für mich sozusagen. Ihr habt noch morgen. Das heißt, ich muss sie jetzt heute schlüpfen lassen. Oder halt gar nicht mehr. Was wollte ich sagen? Heute Toblerone. Toblerone ist saftig. Ich wollte sagen, ja. Es folgen noch ein paar Folgen, weil er hat jetzt schon ans Aufhören gedacht. Und bevor Gen 2 kommt, hat er aufgehört. Und seitdem habe ich ihn einmal gesehen in meinem Leben. Also in den letzten 2 Jahren habe ich ihn einmal gesehen. Jetzt hat er wieder ausgemacht. Was? Läuft der? Ich sehe das gerade. Oh mein Gott. Ein Dratini. Wir waren gerade mitten in der Schlange. Alles für Dratini. Richtig leiden, während wir warten mussten, aber. Ja, Mann, dann sind wir in der Kasse, sie macht noch alle Münzrollen auf. Ja, Mann, voll sie hat auch noch so einen Fehler gemacht. Ja. Mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war doch. Alles für Dratini, Mann. Und das lustige Bade, er so, ich laufe dahinter, ich mache mein Ding aus, auf einmal kommt Dratini, ich stehe da nur. Oh mein Gott. Aber es ist schlecht, egal, kannst du gleich weiter stecken. Ist schlecht? Wieder 8 Bonbons. Ich muss ihn erstmal kriegen. Wieder 8 Bonbons. Fertig, ja. Wie viel hat er bei dir? Wo findest du hin, Tati? Ja, ich hab keine Ahnung, Mann. Nimm mal zu, Alter. Ich übernehme wieder die Kontrolle. Ja, besser ist es. Lass mir nochmal alle in Ruhe. Ihr wollt doch eh alle aufhören, Mann. Nee. Was sagst du, Mann? Du wagst. Leide nicht, Tati. Ja. Also, man munkelt auf der Straße, hungert auf, wenn er sein Relaxo hat. Ja, oh mein Gott. Er hat es selber gesagt, Mann. Ich brauche etwas. Boah, das krasse Übergang. Krasser also, Übergang. Ich hoffe mal, dass. Die drei besten wären halt für mich Lapras, Latino, Relaxo. Was ich noch akzeptieren würde, Nocchan, Kikli, Ayrola, Kühl und Evoli. Aber alles andere wäre tot. Du hast sogar Inkubator drauf, gell? Das heißt, also du hast die mir ein Ei am Start. Ja, mit Doppelbonbon. Das wäre echt tot. Was ist jetzt, Mann? Wieso? Würde schon reinhauen. Ja, bleib mal kurz stehen und dann lass es laden. Ja, eben. Aktualisieren. Da vorne, wo Licht ist. Okay, es ladet gerade. Okay. Ja, gern einfach. Und wenn es kommt, dann drück nicht. Ja. Okay. Gleich schlüpft ja meiner hier vor deinem hier, Mann. Wir sind schon entlang heute hier, Mann. Nix ist das hier. Das kannst du mal erfahren. Ich finde das gut. Aber echt, Mann. Ganz normal. Ganz normal. Guck mal, er hat ein bisschen nichts zu essen. Er leidet. Oh mein Gott, es ist soweit. Oh. Mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Jungs. Soweit. Das erste CKM. Zeig sein Gesicht da. Er sind immer geil. Nein, bitte nicht, Mann. Besser als. Nein, bitte nicht. Nach dem Öffnen. Okay, kommt's. Oh mein Gott. Ich glaub, Relaxo. Oh mein Gott, Mann! Oh mein Gott! Oh mein Gott, wie viel Bonbons? Richtig saftig. 55 Bonbons, Mann. Ah, shit, das ist kein Drachenpuls. Egal. Wie man sich freuen kann, damals so. Eisstrahl der Blizzard Welt Endshard. Erstaunliches Exemplar, KP-Wert, Angriff. Es ist gut auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Sag mal, Eis oder im Endeffekt. Da wär's Eisstrahl wenigstens. Egal. Echt geil, diese okay, Freude zu sehen. Das erste war krass. 55 Bonbons. Ich bin sehr zufrieden. Schauen wir uns gleich das zweite an. Er hat Bildschirm angesabbert. Vor Freude. Okay, schauen wir uns das zweite an. Das zweite haben wir schon spekuliert, dass es tot sein wird. Nein, Kiki oder Robchance. Electek. Oh mein Gott, egal. Bonbons. Okay, 59 Bonbons. Electek. Fußkick und Donnerschlag. Alter, endskrank. Lacktech. Schon heftig. Noch ein Dratini hier. Richtig saftig heute. Das ist mein drittes jetzt. Nee. Es sind echt viele Dratinis heute gewesen. Oh mein Gott, dann hast du ja schon 40 Bonbons. Ja, Mann. Zeit für Dragoran. Endlich mal. Endlich mal. Dadurch, er geht so, ich sag so, warte halt. Hast du hier so.
Er so, nein. Ja, aber ich musste laufen. Schade. Ich schwör's dir, ich kalkuliere gerade mein Oberl aus, gell? Er so, ich sag dann so, warte auf die anderen. Er so, nein, ich geh jetzt. Schaut er mich so an. Wieso sollte ich warten? Was bringt das? Ganz ehrlich, Badisch, was soll das? Dann geh ich gerade wieder in die Spieler. Nur Eifersucht gerade. Auf einmal spawnt gerade zu der Dratini. Und sagen wir, es wäre nicht dort. Ich habe euch gleich die Information gegeben, dass es nicht am Bodoplatz ist. Wir haben gerade ein saftiges Anton gefangen. Oh mein Gott. Ich kenne mich mit Alvis nicht so aus. Erzähl mal, Tati. Die Anton-Szene. Er hat auf jeden Fall Minimum 82%. Seine KP-Werte sind auf 15. Das heißt, er dürfte 84 bis 89 haben, je nachdem, was sein Angriff oder Verteidigungswert noch ist. Hat 911 WP. Alter. Bis jetzt, glaube ich, der stärkste. Ich glaube, der ist auf Level 30 oder so. Echt safe. Das ist echt schlecht, Mann. Richtig heftiges Timing. Zwischen 82 und 89. IV. Wir müssen es entwickeln. Ja. Wir werden es sehen. Also, man nennt mich auch Hong, der Assassin. Der Assassin. Weil ich ja immer Gameplay machen muss. Ich habe damals echt viel Ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, aber anscheinend bin ich doch ein krasser Kämpfer. Für mich war das Alltag. Auch noch Hong, den Enteron-Anführer. Ja, weil der hat eine Enteron-Armee. Ich kämpfe immer mit meinen Also für mich war das Alltag. Ich war gelb. Und die einzige Möglichkeit, an Gold ranzukommen, war eben an ihn platt machen und mich dann reinsetzen. Und das habe ich halt jeden Tag gemacht. Zwischen 5 und 8 Arenen. Also ich habe nicht mal 10 jedes Mal gehabt. Sondern einfach die 5 bei mir platt gemacht, reingesetzt. Und dann wurden sie irgendwann im Laufe des Tages eh wieder platt gemacht. Was damals aber keine Rolle gespielt hat. Man konnte auf einen Knopf drücken und dann die Münzen einsammeln. Ja, habe ich jeden Tag gemacht. Und anscheinend war das überdurchschnittlich für damalige Verhältnisse. Und das habe ich natürlich sehr oft mit meiner Enteron-Armee gemacht. So, seht, ich sehe ein bisschen anders aus. Wir wurden vorhin unterbrochen und ich habe da nicht direkt weitergemacht mit dem Video, sondern, ja, habe irgendwas anderes gemacht und komme jetzt erst zurück, deswegen sehe ich ein bisschen anders aus. Wir waren stehen geblieben, wo ich meine Enteron-Armee gezeigt habe. Ich muss nur noch auf Level 30 oder so. Die richtige Stelle finden. Wir sind safe über 2000, richtig heftiges Teil. So, ein bisschen weiter vorne. Assassin. Ich wusste gar nicht, dass das so krass ist, aber anscheinend bin ich doch ein krasser Kämpfer. Und wir nennen ihn auch noch Hong, den Enteron-Anführer. Ja, ja, weil der hat eine Enteron-Armee. Weil ich kämpfe immer mit meinen Enteron. Ah, genau, hier ist der Patient. Da ist meine Armee. Das sind meine Hauptfiguren. Das sind keine Überkiller-Bomb. Oh mein Gott, der war echt 50-1. Und das ist jetzt der Saftige, den wir gerade gefunden haben. Er wird der General, der Anführer, Mann. Anton. Enteron Agent 17. So. Ich glaube aber sogar, er ist nicht dass der Höchste. Dass sie noch Akkaknarrhydro-Pumpe haben. Dann zu heftig. Boah, vielleicht sogar Eisstrahl. Ja, Eisstrahl für die ganzen Dragon, die in den Arenen hocken. Oh mein Gott, perfekt. Was hat der? Wassergun. Aquakanal-Eisstrahl. Eisstrahl. Wie viel? 1,9. 1,986. Okay, echt heftig. Hört ihr das? Heftig hat hören wir das. Wieder mal. 1,10 Kilometer, nichts Besonderes. Darf ich für dich drücken? Nein. Warum? Und damals hat er die echt viel gebrütet. Du kriegst was Schlechtes, weil du mich nicht gedrückt hast. Und da krieg ich aber was Schlechtes. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, ich hätte mich über sonst gefreut. Ich auch. Ich hätte mich echt überrufen. Kickli ist eigentlich ziemlich geil. Kante. Passt eigentlich, ja. Kickli ist eigentlich ziemlich geil. Hätte bis in die Abendstunden haben wir hier gezockt. Und noch ein Dratini. Alter, noch eins. Zu heftig. Das ist das letzte. Dann kann ich zwei jetzt noch machen, zwei Dragons. Aber eine reicht, Mann. Nee. Eine reicht und dann pushen. Nein, ich brauch zwei, Mann. Warum denn? Zum Kämpfen. Zum Kämpfen, Mann, dabei. Aber wenn du als einen mit guten Attacken hast. Ja, klar. Dann kannst du den pushen, dann wird er noch krasser. Da kann er alleine aber eine halbe an nee, ich brauch zwei. Aber ich dachte, wir brauchen zwei. Entwickle ich jetzt hin? Was machen wir jetzt dieses Auto? Frag ich mich gerade. Es ist so kalt geworden, dass wir ins Auto. Wir sind vom Bordeaux-Platz weg jetzt. Achso. Überraschende Arena-Tour mit Tati. Arena-Tour? Ja, ein krasses Dragon hat, ist ja mit dabei. Jetzt, wo ich krasse Tour bin. Okay. Ich erinnere mich. Sind diese zwei Arenen neben Bordeaux-Platz, wo. Es war. Wo wir mich reingeschleust haben. Letzter Tag vom Event, beziehungsweise genau. Vorletzte. Und morgen weiß man nicht genau, ob der noch zählt. Ja. Aber wir ich können. Denke schon. Ich denke auch, aber wir können uns eh nicht alle wahrscheinlich treffen. Ja. Beziehungsweise Bargisch hat eh aufgehört. Okay. Shoutout an Bargisch. Ja, Mann. Ja. Wie war das Event so für euch, Jungs? Ja, Mann, Fazit. Also richtig nice, Mann. Also ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so effektiv ist. Ich habe jetzt in der Zeit habe ich sogar ein, zwei Level geschafft. Oh ein ja. Zwei. Ich glaube sogar zwei. Von was auf was?
Ich bin jetzt etwa eigentlich 29, dann 30, jetzt bin ich 31 und ich schaffe sogar 32 jetzt. Echt nicht schlecht. Also mit den ganzen Nebulak-Zeugs und was ich alles gesammelt habe und auch so. Und ich habe auch gemerkt, dass viele Leute gespielt haben. Oh ja, das war sehr nice wieder. Ja, Bordeaux-Platz war immer voll, immer Module an, weil die wollten alles, die wollten alles ausnutzen. War echt cool. Klar, das war das erste krasse Event. Es waren schon echt viele Halloween-Pokémons, die sind gespawnt überall in ganz München. Das war dann schon teilweise dann jetzt zum Schluss dann schon nervig. Oh mein Gott, das ist okay. Ja, aber ich fand es eigentlich echt cool. Gutes Fazit. Mit den 8 Bonbons, bzw. 6 Bonbons plus 2 werden verschickt, also doppelte Bonbons, auch mit dem Buddy und so, richtig genial. Also echt mal was Gutes von Niantic, muss ich ehrlich sagen. Stimmt, mit dem Buddy gab es auch Daumen hoch. Ein Bonus. Was bist du so die ganze Zeit gegangen? Ich bin erst gegangen mit ein bisschen Dratini. Ja. Dann habe ich aus dem 10 Kilometer einen Dratini bekommen, dann habe ich gleich Doppelbonbons bekommen. Dann habe ich gleich aufgehört mit Dratini zu gehen, weil hat sich nicht mehr gelohnt, oder? Dann bin ich mit Slimer ein bisschen, also mit Slimer ein bisschen gegangen, um ein bisschen Bonbons zu sammeln, weil der auch echt selten ist. Und dann bin ich mit, wollte ich mit Pumuluf laufen, aber Pumuluf habe ich da auch nicht mehr gebraucht. Und jetzt halt einfach nur noch mit Lapras. Ja, und oh ja, Lapras, klar. Lapras habe ich halt auch ganz viele Bonbons gesammelt. Lapras, keine schlechte Wahl. Ja, das war halt schon echt sehr wichtig, sehr gut. Ja. Cool. Aussichten für die Zukunft, denkst du, da kommt noch mehr? Ich denke, dass Niantic auf jeden Fall jetzt in der Richtung vieles macht. Viele oder auch vielleicht andere Sachen macht. Ich tippe ja jetzt auf Weihnachten oder viele tippen auf Weihnachtsspecial. Viele tippen auf Weihnachtsspecial. Kommt Thanksgiving sogar. Also. Genau, Adventskalender vielleicht in der Richtung oder sowas. Ja, so Tagesaufgaben wie vom 1. bis zum 24. Oder irgendwas. Das wäre schon geil, wenn die halt so weitermachen. Das ist eine geile Idee von Tati. Mit dieses Ding nie aufsterben. Adventskalender, jeden Tag eine Aufgabe. Und ich denke, das wird auf jeden Fall so kommen. Finde ich geil. Tati predicted quests. Habt ihr es gehört? Tati hat Quest vorhergesagt in diesem Video. Tati fand das Video geil. Outro noch. Genauso fand ich's. Genau. Schreibt dann in die Kommentare, wie ihr es fandet. Also, ich habe alles gemacht, was ich geschrieben habe. Erinnert ihr euch noch an das Event? Schreibt rein, wie ihr es fandet. Ich bin da mit 32 gekommen. 32, nice. Bin mit Simon gegangen, Pokémon, Genera, fertig. Sogar noch mit ein paar anderen. Sehr nice. Hab die Geistmedaille. Nice. Und die Bodenmedaille. Nice. Alles easy locker. Und ihr habt es gerade gesehen, wir haben echt viele Platinis gefangen. Theoretisch könnte ich mir jetzt 2 machen. Aber ich mache mir erstmal ein. Das wird mein erstes Dragonan jetzt. Und der ist schon also Dragonier habe ich schon. Den habe ich immer noch. Mein erstes Dragonan und dann könnte ich noch einen zweiten machen, aber schauen wir mal. Der ist einfach schreibt Rot unten in den Kommentaren, wie ihr das Event fandet, wo wir als nächstes jetzt hingehen sollen. Und natürlich checkt alle unsere anderen Videos ab. So ist es. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Das ist mein erstes Dragonan. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business. So ist es. Pokémon ist serious business.